Den Blutflecken zufolge sind hier Leute runtergesprungen. Kurz heilen. Vielleicht kann ich noch ein Level up machen. Is that here? Let me see it. Oh, sie kann meine Scherbe benutzen, um Licht und Hoffnung zu erblicken, wie schwach sie auch sein mögen. Okay. Over the where those who come, it happens that blue, although he'd perhaps. So. Ich kann tatsächlich noch eins. So, als nächstes gehe ich auf Leben. Ich mache immer abwechselnd Leben und dann Schaden bzw. Resistenzen. Und lieber ein paar Punkte ausgeben, ehe ich sie eh verliere. So, dann will ich als nächstes doch mal hier unten reingucken. Ich hätte vielleicht meine Fackel mal anzünden sollen. Eine Kiste. Rostige Münze. Dunkel, dunkel. Hier komme ich vielleicht doch noch lang. Viel Erfolg. Ich habe so ein bisschen Angst, was mich erwartet. Bereit? Übrigens viel Erfolg. So, da ist es kaputt. Dann gehe ich doch mal lieber hier lang. Da geht es wahrscheinlich in den Wald. Und da ist eine Kiste. Ein Menschenbild. Ist das eine Falle? Ich weiß schon wieder auch gar nicht, wie ich springe. Ah, so. Heimatknochen, Seele eines Verlorenen. Da warten schon die ersten Zombies. So, und das ist der normale Eingang. Schön. Hallo, mein Freund. So, ihr habt nichts für mich, aber hier liegt ja was. Lebensstein. Da oben liegt auch was. Hier geht's. Oh, hier ist ein Feuer. Schön. Erste Abkürzung freigeschaltet. Die zweite, wenn man Majula mitzählt. Ist das was? Nee. Eine Waffe. Da hat einer mit einem Pfeil geschossen. Er hat aber auch eine Reichweite. Vorsicht, Hinterhalt. Ja, ich merke schon.
Ist aber mutig, so lange noch zu ziehen. Wow. Das war, glaube ich, der eigentliche Hinterhalt. Was haben wir denn hier? Seelein ist verloren. Ich wollte gerade sagen, warum ist da einer gestorben? Ich glaube, es ist einfacher, kurz zurückzurennen und mich zu heilen, wenn ich einen Trank verschwende. Hast du nicht von Weitem da oben irgendwo ein Item gesehen? Komme ich bestimmt nur mit dem Bogen ran. Jetzt leben sie wieder. Wenigstens Träger. Können wir mal so eine Waffe fallen lassen? Ich hätte gerade sagen, der Bogenschütze kommt doch gleich. So ist gut. Oh, ein Gegenstand. Kurzbogen. Schön. Ich frage mich, wie ich da hochkommen soll. Bestimmt von oben irgendwo runterspringen. Köder und dann Absprung. Hier geht die Party ab. Egal, ich bin mutig. Oh, der lebt noch. Aua, voll durch den Kopf. Distanz. Geschoss, kurz gesagt Magie. Zerbrochenes, gerades Schwert. Aber die Tatsache, dass es zerbrochen ist, hilft mir, glaube ich, nicht weiter. Und was ich mit diesen Fackeln machen kann, weiß ich auch noch nicht. Das könnte mir ja mal einer von euch verraten, wenn er das weiß. Kann ich da rüber springen und dann da runter? Schwein gehabt, gerade meine Ausdauer war alle. Jetzt bin ich hier oben.
Uhu, geschafft. Hurra, Vorstoß. Hurra, Vorstoß, was soll das denn bedeuten? Haha, ich bin nicht runtergefallen. Rache voraus. Zangenangriff. Nein. Springen. Das kann man doch nicht schaffen. Doch nur eine Bewertung. So, ich müsste ja eigentlich sicher stehen. Dann kann ich ja mal als Zweitwaffe den Bogen reinnehmen. Aber ich habe ja eh keine Pfeile. Es nützt mir also nicht viel. Schade eigentlich. Was haben wir denn hier? Sehen für das Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Blitz. Stärkt vorübergehend Glück. Mhm. Auswahl ablegen. Was habe ich jetzt damit gemacht? Um andere Spieler wieder zurückzuschicken, ist das ganz gut. Das möchte ich erstmal nicht. Das kann ich machen, um schnell Geld zu kriegen. Rückwärts zum Leuchtfeuer. Ich traue mich irgendwie nicht so recht. Aber das Feuer ist ja gleich um die Ecke. Uhu, geschafft. Seele. Plus 200. Kann ich ja kurz nach Majula reisen. Ein Level up verteilen. Vielleicht habe ich sogar Punkte für 2. Ah, jetzt steht sie hier. Alter. Bearer seeks, seek less. Konstitution. Boah, ich dachte für einen Moment, er inversiert. Belastung. Zauber brauche ich nicht. Und sogar. Hab ich das vorher gewusst? Hätte ich die zuerst genommen. So, Leben ist ganz gut. Und ich wollte schnell gucken, was meine Waffe vom... Modifikator hat. Stärke C, Geschick nur E. Also ist Stärke ganz gut, dass ich das gemacht habe. Na dann. Leuchtfeuerintensität 1. Das ist ja cool, dass er das auch so anzeigt.